Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, dass du schon wach hier sein kannst. Vielleicht ist der Grund, weil du schon einen Kaffee hattest. Weiß ich nicht. Ich hatte heute schon einen Kaffee und neulich war die dramatische Situation in meinem Leben so, dass ich keinen Kaffee mehr zu Hause hatte. Also war ich beim Einkaufen und ich habe mir diesen wunderbaren Kaffee hier gekauft. Ich habe wirklich an sich überhaupt keine Ahnung von Kaffee. Aber ich dachte mir, nicht zu stark, nicht zu schwach. Und dann ist mir dieser Kaffee hier aufgefallen. Und ich habe auf der Rückseite ganz kurz gelesen und fand das einfach cool, wie das beschrieben wurde. Und zwar dieser Kaffee hier. Er verströmt im Auftakt den Duft von Schokolade und eine delikate Malznote. Und im Abgang schwingen Töne von Zedernholz und Zitrone mit. Und ich dachte mir, also ich musste lachen und dachte mir, wie verrückt muss man sein, um so eine Beschreibung für einen Kaffee hinzukriegen? Also ich habe den Kaffee auch heute nochmal getrunken. Ich habe Zedernholz nicht so ganz identifizieren können. Ich habe ein bisschen Zucker reingetan, dann war die Schokolade nicht mehr so fern. Aber ich dachte mir, wie schafft man es, welche Fähigkeiten braucht man, um so einen Geschmack zu beschreiben? Jemanden, der noch nie Kaffee getrunken hat, wie beschreibst du ihm den Geschmack von Kaffee? Und ich denke mir so, dass das irgendwie so eine Runde von Dallmayr war, die zusammengesessen sind und ihre Augen geschlossen haben und sich gedacht haben, bei einem Schluck Kaffee, welche Gedanken kommen mir, welche Gefühle kommen mir, an welche Orte muss ich denken, an welche Situationen in meinem Leben muss ich kommen. Und dann haben vielleicht so eine kleine Gruppe von 4 Leuten diese 4 Eigenschaften gesagt. Und wir finden heute in Psalm 17 David als einen Genießer der Gegenwart Gottes und der Verheißung Gottes. Und das darfst du mal mit mir aufschlagen. Psalm 17. Und meine Frage heute Morgen ist, wie kann ich die Gegenwart Gottes und die Verheißungen Gottes tatsächlich genießen? Wie kann mir David ein Vorbild sein, die Gegenwart Gottes und die Verheißung Gottes tatsächlich zu genießen, obwohl David solche schwierigen Umstände hatte, obwohl David so viele Feinde hatte? Und das waren ja keine vorgestellten Feinde, es waren tatsächliche Feinde. Und wie können wir das schaffen, wie können wir da von ihm lernen? Und ich will eigentlich nur wenig Verse lesen, das ist so ein ganz, ganz klassischer Psalm, wo David erstmal kommt und sagt, hey Gott, ich habe so viele Probleme, was ist denn eigentlich los, wie kann das überhaupt sein, das ist doch völlig ungerecht. Und in Vers 8 lesen wir dann diesen kostbaren Vers, behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Wir sehen in der ersten Hälfte, wie David einfach sein Herz ausschüttet und auf Gott vertraut. In der zweiten Hälfte vom Psalm lesen wir dann, wie David ausführlich seine Feinde beschreibt. Und er beschreibt dann zum Beispiel, dass es so viele sind, sie umringen mich. Und wenn er sie beschreibt, dann klingt immer auch so ein bisschen mit, wie er sich dabei fühlt. Sie sind so viele, ich bin ganz alleine. Sie sind alle gesegnet, obwohl sie sich überhaupt nicht für Gott interessieren. Und ich, armer Wurm, bin irgendwie miserabel dran, obwohl ich dir doch diene, Gott, obwohl ich dich doch liebe, Gott. Und die Feinde sind gewalttätig, sind gierig, sind hartherzig. Und er sagt, hey Gott, ich will ein weiches Herz haben. Ich will kein hartes Herz haben. Sie haben, sind irdisch gesinnt, haben irdischen großen Segen. Und ich bin doch nicht irdisch gesinnt. Ich will doch dich lieben, Gott. Ich will das übernatürlich doch suchen. Und meine Frage ist, wie kann David sich, obwohl er so viele Todesfeinde hat, wie er es nennt, trotzdem sicher und geborgen fühlen in der Gegenwart Gottes. Und wir lesen hier in dem Vers 8, behüte mich wie den Augapfel im Auge. Das denkst du dir vielleicht in erster Linie so, okay, das ist ein bisschen übertriebene, romantische Vorstellung irgendwie. Aber wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, ist das entweder völlig verrückt oder zeigt uns so eine große Offenbarung der Liebe Gottes und so ein Vertrautheit, so ein Mut, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Hier kommt ein Mensch vor den allmächtigen Gott und sagt, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber wenn du mich nicht richtig beschützt, dann geht ein großer Teil deiner Lebensqualität verloren, Gott. So empfinden wir unser Auge. Wenn du darüber nachdenkst, dass du dein Augenlicht vielleicht ganz oder teilweise verlieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, das wäre nicht so cool, da würde ich einen großen Teil meiner Lebensqualität verlieren. Und jetzt ist hier ein Mann namens David, der sagt, Gott, wenn du mich nicht richtig beschützt, dann geht ein großer Teil deiner Lebensqualität flöten. Was ist das für ein Mut, vor Gott zu kommen? Und ich weiß nicht, ob wir das sagen können, ob wir das über uns selbst empfinden, dass wir der Augapfel Gottes sind. Der Augapfel, den wir beschützen mit dem Lied, das ist angeboren, dass dieser Reflex innerhalb von einer Viertelsekunde schließt sich unser Lid
dass unser Augapfel beschützt wird. Und Gottes Augapfel über dir ist sogar noch schneller. Das merken wir auch vom Fahrradfahren, wenn wir keine Brille aufhaben und dann eine Fliege ins Auge kommt, wie nervig das ist, wie nötig und wie hilfreich das ist. Gottes Schutz ist schneller als mein Lied. Und dann denken wir manchmal so, ja, Gott liebt mich irgendwie schon, aber ich habe jetzt noch eine schwierige Vergangenheit, so viele Fehler. Ich finde 1000 Fehler, die rechtfertigen, warum mich Gott doch nicht so lieben könnte. Aber wenn ich nicht glaube, dass ich das Wichtigste im Universum für Gott bin, dann ist mein gesamter christlicher Glaube unlogisch. Weil ich es nicht erklären kann, wieso dann ein Sohn Gottes für mich gestorben ist. Warum es in Johannes 17, 23 heißt, dass Gott dich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Das ist selbst für uns reife Christen oft etwas, was wir uns nicht ganz trauen zu glauben. Dass Gott mich so liebt, gleich wie er Jesus liebt. Kannst du gerne nachlesen. Und wie schön ist das, wenn ich das tatsächlich anfange zu glauben, wenn ich nicht sage, das ist stolz, das ist zu kitschig, das ist einfach eine romantische Vorstellung, sondern wenn ich tatsächlich verstehe, dass das die Wahrheit über mein Leben ist. Ja, David verwendet hier seine Vorstellungskraft. Er sagt nicht einfach, Gott, danke Gott, dass du mich so sehr liebst, sondern er stellt sich vor, was bedeutet diese Liebe? Und er stellt sich vor, ich bin wie der Augapfel, bisschen verrückte Vorstellung, und Gott beschützt mich wie den Augapfel. Oder dann im nächsten Teil des Verses sagt er, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Also er bleibt nicht einfach nur, oh Gott, bitte beschütze mich, Amen, und ich bleibe in meiner selbstzentrierten Angst, dass Gott es hier vielleicht doch nicht macht oder ich doch zu viele Fehler habe, sondern er nimmt diesen Schritt in die Vorstellungskraft, in diesen Raum der Fantasie und Vorstellung hinein, um das zu begreifen, was Gottes Wort über ihn sagt. Das ist keine Aufforderung, dass ich jetzt irgendwie tagträumen soll. Und sagt, oh, was wäre das eigentlich, wenn Gott mich Millionär machen würde? Und wie wäre das eigentlich, mit der Person verheiratet zu sein? Und das sind ganz, ganz schlechte Vorstellungen. Weil das nur mit meinem Ego zu tun hat, wie ich mich dann fühlen würde. Was David macht, er nimmt das Wort Gottes, und das ist ein Vers aus 5. Mose 31, 10, glaube ich, 32, 10. Er nimmt das Wort Gottes, die Zusagen des Wortes Gottes, und denkt darüber nach. Nicht irgendwelche selbstzentrierten, egoistischen Vorstellungen und Wünsche, sondern das Wort Gottes nimmt er und lässt das in deinem Herzen, behandelt das in seinem Herzen wie so eine Vorstellung, eine Fantasie. Und eine Fantasie, die Vorstellungskraft ist eine große Gabe, die Gott deinem Herzen gegeben hat. Und vielleicht sagst du, nein, das mache ich gar nicht, das ist vom Teufel, das ist schlecht. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt in Hebräer 11, 1, dass der Glaube was ist? Eine feste Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Geistliche Tatsachen, die ich mit meinem Auge nicht sehen kann. Und womit kann ich es dann sehen? Ja, mit meinem Herzen. Jesus redet oft von geistlichen Realitäten, die man nicht sehen kann. Über den toten Lazarus, über das tote Mädchen sagt er, die sind nicht tot, obwohl sie tot waren, sondern sie schlafen. Weil geistlich war das eine Realität, die Menschen nicht gesehen haben. Das heißt über Abraham, dass er Gott folgte, als wenn er den Lebendigen sehen würde. Also da ist etwas in meiner Vorstellungskraft, was mir hilft zu glauben. Und wie schön ist das, wenn ich dann in der zweiten Hälfte sehe, wie David nur über die Feinde redet, über ihre bösen Eigenschaften und ihre bösen Taten. Wo man fragen kann, ja, was hat denn das für Gutes, wenn ich zu viel über meine Feinde, wie böse sie zu mir sind, was sie für böse Eigenschaften haben, wenn ich darüber zu lange bete? Das kann sehr, sehr schädlich sein, wenn mein Glaube nach dem Gebet kleiner ist als davor. Aber was David hier, glaube ich, macht, er testet sein Herz, ob sein Herz das schon glaubt. Also er sagt, Gott, ich bin wie dein Augapfel. Und dann testet er diese Offenbarung in verschiedenen Lebensbereichen. Und wie schön ist das, wenn wir am Anfang des Tages nicht nur einfach beten, oh Gott, bitte segne mich in diesem herausfordernden Tag, weil Mitarbeiter X, Mitarbeiter Y, Familienmitglied X sind so herausfordernd für mich, sondern wenn ich im Gebet mit dem Heiligen Geist in der Vorstellung in diese Situation schon gehe. Und dann ist da vielleicht so ein herausfordernder Arbeitskollege, wo du dich immer entblößt fühlst und unter Druck gesetzt fühlst, beleidigt fühlst, als wenn seine Negativität auf dich kommen würde. Und du gehst im Heiligen Geist, im Gebet, in deine Arbeit und
testest deine Offenbarung. Und wie schön ist das, wenn du einen herausfordernden Arbeitskollegen hast und wenn du heute zur Arbeit gehst, dann bist du vorbereitet, weil du hast ihn schon begegnet im Gebet. Manchmal beten wir, oh Gott, segne mich, schenk mir Liebe für diesen Person. Und dann gehen wir in den Tag, stehen plötzlich vor der Person und all die Emotionen aus meiner egoistischen Verletztheit kommen wieder hoch. Und ich kann keine Segen sein. Wie schön ist es, wenn ich mein Herz vorbereite, im Gebet ihm vergebe, ihn liebe, ihm diene. Und dann stehe ich tatsächlich vor ihm und ich kann sofort so reagieren, wie der Heilige Geist reagieren würde. Weil oft ist es ja so, wir beten irgendwas, haben das schon wieder vergessen, 2 Stunden in den Tag hinein, kommen wir plötzlich in eine Herausforderung und dann, ich wusste irgendwie, dass es kommt, aber ich bin völlig unvorbereitet und bin nur damit beschäftigt, dass ich mein verletztes Herz irgendwie bändige. Dass ich nichts Falsches sage, dass ich, ja, wie schön ist es, wenn ich mich vorbereite im Gebet. Wenn ich tatsächlich mit dem Heiligen Geist, mit meiner Vorstellungskraft in diese Situation schon gehe, diesen Personen diene, ihnen ein Wort gebe und ich teste mein Herz, wie mein Herz reagiert, wenn ich über diese Personen bete. Und ich lasse zu und ich trainiere mein Herz, in den Wegen Gottes zu gehen. Wie kostbar ist das und wie unvorbereitet gehen wir oft in den Tag. Wie unvorbereitet tragen wir oft Bitterkeit über Jahre mit uns. Und verstehe nicht, dass Gott mir den vollkommenen Sieg schenken will. Dass es einfach und schnell wird, jeden Menschen zu lieben, jedem Menschen zu vergeben, jedem Menschen zu dienen, ein Licht zu sein. Ist oft nicht so, weil wir uns nicht vorbereiten mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sagst du vielleicht, na, diese Vorstellungskraft, das ist nicht so meins, ich bin eher rational. Ich garantiere dir, du verwendest jeden Tag deine Vorstellungskraft. Du liest vielleicht keinen Roman und gehst in andere Welten. Aber du stellst dir vor, im Verkehr, bei einer gefährlichen Kreuzung, was passieren könnte in 5 Sekunden, wenn du nicht bremst. Das ist Vorstellungskraft. Ich denke über mögliche Folgen und Bedingungen nach von meinem Verhalten und von dem Verhalten von Mitmenschen. Und das ist eine Gabe Gottes, die Gott uns schenkt und die David hier, glaube ich, in diesem Psalm uns zeigt. Genau, ich nehme das Wort Gottes, ich bin nicht in Tagträumereien, was denn passieren könnte, sondern ich nehme das Wort Gottes und versuche in diese Realität, geistliche Realität, die das Wort Gottes mir beschreibt, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin ganz neu geworden, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass ich fähig bin zu lieben, dass ich wertvoll bin. In diese Realität lasse ich mein Herz hinein. Und wenn ich mich nicht vorbereite, dann sehe ich oft, dass ich nur teilweise den Sieg habe oder viele Niederlagen habe, weil mein Herz nicht gelernt hat, in diese geistliche Realität hineinzukommen. Ja, ein Vers, der uns dabei hilft und so eine Beschreibung gibt, was da passiert, ist in Vers 5. Da heißt es, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. David hat Todesfeinde. Er sieht die Notwendigkeit, er hat die Sehnsucht, dass sein Gang, dass sein Herz fest wird. Und wie oft ist unser Herz so hin und her geworfen von Bedingungen, Mitmenschen, Stimmungen, Emotionen. Und er betet, lass, dass mein senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen. Diese Fußstapfen, die schon vor mir vorbereitet sind. Dass meine Tritte, meine Füße sicher in diesen Wegen tatsächlich gehen. Dass ich nicht abkomme und falle, sondern dass ich lerne, diesen Weg zu erkennen, dass ich lerne, dass meine Füße in diesen sicheren Wegen gehen. Und diese Fußstapfen, das sind die Fußstapfen Jesu. Dafür haben wir 4-mal den Bericht von Jesu Leben hier auf der Erde, damit wir diese Fußstapfen erkennen. Darum haben wir diese Beschreibung vom Garten Gethsemane, wo Jesus so viel Kampf hat, wo diese seelischen, fleischlichen Gedanken und Gefühle hochkamen im Garten Gethsemane und wo er gekämpft hat, dass sein Herz hineinkommt in diese Fußstapfen Gottes. Und ich stelle mir so vor, dass im Garten Gethsemane da erst er sich vorgestellt hat, wie es war im Himmel, wo er hingehen wird, wie er den Sieg hat. Es war schmerzhaft, weil er das Kreuz ertragen musste. Aber sein Herz war vorbereitet, weil er so zu seinen Jüngern dann sagt, kommt, die Feinde sind nahe, lasst uns ihnen entgegengehen. Sein Herz war vorbereitet, sagt, ja, ich kann es tun. Und wie schön ist es, wenn ich mein Herz vorbereiten lasse
und im Gebet nicht nur einfach sage, Gott, bitte schenk mir das, 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 sondern wenn ich mein Herz trainiere und erkenne, was bedeutet es, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin nicht mehr gebunden an normale Bedingungen meiner Emotionen und meiner Umstände, wie andere Menschen es sind. Ich bin neu geworden. Und der Heilige Geist Gottes lebt in mir, sodass ich immer lieben kann, immer dienen kann, immer vergeben kann. Das ist die Realität, dass der Heilige Geist in mir lebt. Es gibt keine Bedingungen mehr, die den Heiligen Geist überschatten in meinem Leben. Und wie schön es ist, wenn ich dann Herausforderungen in meinem Leben habe und diese Vorstellungen von Bitterkeit, von Schmerz nicht mehr so krass sind, dass ich nur noch mit mir selbst beschäftigt bin und nicht fähig bin, der Dunkelheit das Licht zu zeigen. Wenn ich auf die Arbeit komme, wenn ich in die Familie komme und die Dunkelheit nicht stärker ist als mein Licht. Und ich nicht nur mit mir selbst beschäftigt bin, dass ich mein verletztes Herz irgendwie ungefähr in den Wegen Gottes halte, sondern dass ich frei bin von mir selbst und sofort dem Arbeitskollegen, der mich so fies behandelt, mich seit 2 Jahren permanent hintergeht, dass ich ihm mit der reinen Liebe Gottes begegnen kann. Und zwar sofort. Dass ich nicht vor jeder Begegnung noch 5 Minuten beten muss, bis mein Herz irgendwie ungefähr in die Richtung kommt, sondern dass ich vorbereitet bin, frei von mir selbst und bereit, die reine Liebe Gottes zu zeigen. Weil Gott ist nicht ärgerlich auf dein Familienmitglied, was dich schlecht behandelt. Gott ist nicht ärgerlich auf Menschen, die dich schlecht behandeln. Aber ich bin's manchmal, weil mein Herz nicht vorbereitet ist und weil ich nicht in den Fußstapfen Jesu gehe. Wie schön ist das, wenn ich mein Herz vorbereiten lasse und wenn ich ein Zeugnis sein kann, ein Licht in dieser Welt, dass nicht die Dunkelheit die Helligkeit meines Lichts bestimmen darf, sondern dass das Feuer des Heiligen Geistes diese Helligkeit bestimmt. Und zum Stück weit bestimme ich, wie stark das Feuer brennt. Ist die Frage, wie intensiv ich mit dem Heiligen Geist gehe und mich verwandeln lasse. Und meine Vorstellungskraft meines Herzens hat da einen wunderbaren Raum. Vater, wir danken dir sehr herzlich, Herr, dass du uns ein Herz, eine Vorstellungskraft gegeben hast, Herr, um dir zu begegnen, um diese Wahrheiten deines Wortes auch Wahrheit und Realität meines Herzens werden zu lassen. Und du möchtest uns gebrauchen in dieser Welt, Vater, und vergib uns, wenn wir oft so mit uns selbst beschäftigt sind, dass unser Herz irgendwie ungefähr im Frieden und in der Freude bleibt. Und wir nicht verstehen, dass dein Niveau, dass dein Anspruch, dass dein Ziel so viel höher ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass das keine romantischen Träumereien sind, sondern dein Ziel für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst und dass du mich so sehr neu gemacht hast, so sehr gerecht gemacht hast, aber auch so fähig gemacht hast, das übernatürliche Leben zu leben, den Charakter Christi zu leben, und zwar immer und zu jeder Zeit und zu jedem Menschen. Amen. Okay.